Willkommen! Heute mal wieder was ganz Besonderes für Sie. Und zwar die Garnitur 181 50 60 Julia aus der Serie Romeo und Julia von Willi Schillig als Eckgarnitur fünfteilig in einer zweifarbigen Stoffkombination. Grau mit ja, hellgrau-weiß. Sogar drei verschiedene Stoffe sind hier kombiniert. Die Kissen sind schön, gehören aber nicht dazu. Ich habe die mal draufgeschmissen, um zu zeigen, was ein bisschen Farbe noch ausmacht. Ja, diese Garnitur stand auf der Hausmesse bei der Neuvorstellung des Modells und ich glaube auch noch in Köln. Und die Garnitur Romeo und Julia zeichnet sich durch die Variabilität aus. Sie können den Zwischentisch zum Beispiel auch dort reinmachen. Ja? Sie können das längere Anbauteil noch hier reinmachen, dann wird die Seite kürzer. Also man ist total variabel. Man kann den Hocker wegstellen, man kann ihn weiterverkaufen. Also man kann sehr viel machen. Und der Sitzkomfort ist wie immer bei Schillig 1A. Sie haben einen Federkern im Sitz und Sie haben eine Softpolsterung. Sie sitzen also hier richtig drin und nicht drauf. Und Sie haben eine Garnitur mit sehr viel Platz zum Lümmeln mit diesem Riesenhocker. Den holen Sie sich her und zack, haben Sie natürlich hier die volle Bequemlichkeit. Auch der Sitzplatz hier ist genauso gut, ja? Und Sie können natürlich auch überall wunderbar drauf liegen. Man hat einen weiteren Vorteil durch die losen Kissen. Damit kann sich jeder bequem machen, auch der größere Mensch. Ja? Man kann auch die Kissen ein bisschen flacher stellen oder ein bisschen höher stellen. Und Sie haben hier natürlich eine ganz klassische kubische Ausrichtung mit modernen Stoffen. Flachgewebe, Jacquardstoff, hohe Pflegeeigenschaften, hier was Modisches mit Pfeffer- und Salzoptik, also eine Garnitur, die schon eine sehr schöne Ausstrahlung hat. Hier vorne rund gezogen, hier die Seiten mit Biese betont. Eine Garnitur, die Ihnen vielleicht auch gut zu Gesicht steht, vor allem wenn Sie den Preis sehen. Links, davor steht links, das ist dann diese Seite, hat so wie wir es zusammengebaut haben 2,75 m und rechts 3,42 m. Aber wie gesagt, das lässt sich ändern durch eine andere Zusammenbauweise. Man kann die Seite noch länger machen, man kann die Seite durch andere Elemente auch kürzer machen. Glaube ich jetzt eher nicht, weil das Teil eigentlich so ist, wie es ist. Das kann nur dastehen. Müsste man nochmal durchdenken. Aber auf jeden Fall haben Sie eine tolle Variabilität und Sie haben eine sehr moderne, klassische Garnitur. In einem tollen Stoffbezug, Basta, ich schwärme nicht weiter. Mir gefällt die Kombination hervorragend, Ihnen auch. Schauen wir mal, Dankeschön und tschüss.